Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zum Motorsport Manager. GT Challenger Series Saison 2, Rennen 3 steht an und wir müssen uns irgendwie noch um die Reifenwahl kümmern nochmal, richtig. Ja, das hat er direkt nicht übernommen. Na geil, Sponsorenwahl hat er übernommen. Die richtigen Teile sind hoffentlich alle installiert. Checken das nochmal. Sieht sehr gut aus. So, dann müssen wir mal gucken. Ach, wir können direkt sowieso mal gucken. Wie sieht es denn mit unserem Wagen aus? Wo sind wir denn gut? Bremsen sind wir immerhin auf dem vierten, über dem Durchschnitt. Bei der Beschleunigung sind wir unter dem Durchschnitt. Achter Platz. Höchstgeschwindigkeit. Unser Motor leistet scheinbar gar nichts. Na geil. Und ja gut, die Aufhängung ignorieren wir erstmal. Aber Bremsen, ne? Also da hat sich der Entwicklungsaufwand letzte Saison tatsächlich gelohnt. Das finde ich sehr gut. So, Reifen. Ich denke, wir, weiß nicht, 4 und 3 Sätze. Das sollte für Training, Quali und Rennen reichen. Ne? Mehr als, ist meistens so angelegt, dass man mit 2 oder mit 3 Reifen fahren kann. Wir werden vielleicht 1, 2 Stops mehr brauchen. Deswegen fahren wir im Moment noch unsere weichen Reifen eher. Ja, es wird regnen, deswegen macht es gar keinen Sinn, die härtere Reifenmischung mitzunehmen. Ne? Also wir werden öfter Boxenstops machen müssen, weil wir kaputte Teile haben und es wird regnen. Deswegen werden wir da wahrscheinlich auch nicht lange draußen bleiben. Wir nehmen uns einfach einen Reifensatz härtere Mischung mit, falls es irgendwie sich ergibt, dass er günstiger ist für unsere Strategie, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. So, lädt lange heute in München. Achso, mein Cheat Sheet nehme ich mir natürlich von der letzten Saison hier zur Hand. Dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So. Regnet es schon? Nee, es ist erstmal trocken im Training. Wir fahren 29 Runden. 10, es sind 2 Boxenstops. Könnte knapp werden. Also zum Glück haben wir hier einmal mittlere Reifen mit, aber wir fahren uns erstmal mit denen ein. Wir müssen dann sowieso, wie gesagt, gucken. Konfiguration, das Gewicht ganz nach vorne, eine niedrige Geschwindigkeit. Wir sehen, es ist eine absolute Beschleunigungsstrecke hier. Was hatte ich noch? Die Beschleunigung auf mega kurz. Und die Bremsen ungefähr im 75er Bereich. Da müssen wir mal gucken. Kurvenverhalten ist hier nicht gut. Im Moment sehe ich. Ich bin mit einem Tire Camber von 2,4 gefahren. Okay, dann stellen wir das mal so ein. Die dafür vielleicht ein bisschen weicher. Ich lasse es erstmal so auf 75%. Ja, ich gehe einen kleinen Tick in Richtung Untersteuern von der Grundeinstellung aus. Also mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Für Hong Liao sieht es nicht so aus, als wenn es hinhauen würde. Mal gucken. Okay, für Shannon schon, ne? Der will hier mit richtig niedriger Geschwindigkeit rumfahren. So. Na, das sind Shannons Einstellungen aus der letzten Saison. Da hatten wir noch ein bisschen Tire Camber mehr. Das werden wir gleich in der Feineinstellung sehen. So, wie weit kommt er? 12. Okay, also er kommt locker aus mit 2 Boxenstops. Hätte sogar mit einem locker durchfahren können, das Rennen. Aber da es regnet, wie gesagt, ist das ein bisschen sinnlos. So, dann schicken wir mal Shannon zuerst raus. Renntrim bitte. Okay, also Shannon fährt als Zweiter raus. Und Liao hat hoffentlich den, ja genau, der hat den Renntrim. Sehr schön. Auf geht's, Jungs. So, die dürfen hier natürlich Gas geben. Shannon holen wir rein, Yao holen wir auch rein.
Und dann gucken wir mal, ob die vielleicht schon ein bisschen zufrieden sind mit dem, was sie hier fahren dürfen. Und mit der Konfiguration. So, und hier nach dieser Kurve. Oh, wir starten hier ganz hinten irgendwie. Okay, er ist schon einigermaßen zufrieden. So, da ist jetzt natürlich die Frage, will er mehr in die Richtung oder mehr in die andere Richtung? Ich schau mal, ob er mehr in diese Richtung hier sich bewegen möchte. Ich vermute eher nicht. Und deswegen schrauben wir hier noch einmal kurz am Getriebe rum und gucken uns mal an, wie wir da zurechtkommen. Oh, hier haben wir getroffen. Also die Konfiguration von der letzten Saison ist gut. Werde ich einfach das Fahrverhalten hier einmal in diese Richtung ändern. Was haben wir hier? Reifenabnutzung 6%. So, Liao kommt wieder zuerst aus der Box. Ganz knapp vor Shannon. 6% Reifenabnutzung. Softs können wir bis 10% fahren, also 15 Runden. Theoretisch, es wird ein bisschen weniger sein. Wir werden also nicht ganz mit einem Boxenstopp auskommen. Für Shannon, wir gucken uns das nach zwei Runden an. Vorher hat es eigentlich gar keinen Sinn, da drauf zu gucken, wegen der halben Prozente, die hier eine Rolle spielen. So, okay, Shannon haben wir schon komplett fertig konfiguriert. Den schicken wir jetzt also richtig hart raus. Ausgezeichnet, eine 98% ist vollkommen okay. Wir haben überall ausgezeichnet getroffen. So schicken wir ihn einfach raus. Perfekt. Also wir tanken ihn hier richtig voll. 12 Runden wird er niemals schaffen. Reifen, wie sieht's denn aus? 13% nach 2 Runden. Wir 65, 79, 5, 7, 8. Ja, also er kann 9 Runden draußen bleiben, ungefähr, würde ich sagen. Also wir schaffen es mit 2 Boxenstops. Die 10 Runden wird er nicht ganz schaffen, vermute ich. Aber ist auch vollkommen relevant, wenn es regnet. So, dann schicken wir ihn los. Hier müssen wir noch ein bisschen gucken. Also das Kurvenverhalten haben wir inzwischen auf ausgezeichnet bekommen. Ne? Also er wollte da wirklich am ganz linken Rand fahren. So, er möchte ein bisschen mehr auf Höchstgeschwindigkeit fahren. Oh Gott, woran stelle ich denn jetzt rum? Am besten an der Aufhängung, ne? Ja, das korrigieren wir gleich nach. Diesen einen Schritt. Wo war er denn vorher? Ja, das ist echt ein ganz schmales Fenster hier. Krass. So, und dann gucken wir mal, wie sich die Geschwindigkeitsbalance nebenbei entwickelt. 85%, also 15% in 2 Runden. Das 6-fache davon kann... Was? Das 6-fache stimmt nicht. Das 5-fache, doch, das 6-fache kann er fast draußen bleiben. Das wären 12 Runden. Ja, 12 Runden wären vollkommen in Ordnung. 10 Runden muss er halt durchhalten. Alles andere ist dann Luxus. So, raus mit dir. So, hier fahren wir schön hoch. Nö, da können wir ruhig auf Überholen fahren. Die Reifen fahren wir ein bisschen aggressiver. So, hier geben wir richtig Gas. Und Liao. Na, Shannon fährt jetzt einfach. Solange bis er keine Lust mehr hat. Der fährt uns hier also quasi das ganze Wissen jetzt zusammen. Wäre natürlich cooler, wenn Liao das machen würde. Der hat nämlich den höheren Feedbackwert. Aber man kann halt nicht alles haben. Okay, das haben wir eher verschlechtert gerade, das Fahrverhalten. Ja, genau in die falsche Richtung.
So, dann stelle ich das mal. Ah, nee, das ist noch großartig, ne? Ja. Also hier wieder ein bisschen mehr Gewicht in die Front. Hat eine Nachricht, aber jetzt habe ich es gerade nicht gelesen. Na geil. Regnet's oder was wollte ich einmal gerade sagen? Ich weiß nicht, die war so kurz da. Na, Shannon freut sich auf jeden Fall seines Lebens und fährt da ordentlich. So, Lenkung fühlt sich viel besser an, sagt er. Sehr gut. Ah, okay. Und jetzt müssen wir uns noch um die Geschwindigkeitsbalance kümmern. Ja, da gehen wir einfach noch ein bisschen Richtung Höchstgeschwindigkeit. Guck mal, wie sich das auswirkt. Na, Shannon fährt, inzwischen fährt und fährt und fährt. So, mal sehen, ob Leo noch eine Runde fahren kann. So, Stufe 2 haben wir hier gleich freigeschaltet, sehr schön. Aber für Stufe 3 wird es nicht mehr reichen. Das ist erfahrungsgemäß einfach so. Aber bei diesen relativ langen Runden. Geil, wo vermute ich denn jetzt, dass die Beschleunigung liegt? Wir haben uns hier nicht verbessert, also wird die wahrscheinlich irgendwie dazwischen liegen, ne? Geil, wie mache ich das jetzt? Na, das könnte vielleicht hinhauen. Ich lasse ihn mal so fahren. Vielleicht trifft das irgendwas. Ne? Da sind wir genau in der Mitte zwischen den beiden großartig Teilen hier. Es wäre wunderbar, wenn es treffen würde. So, eine Runde hat er noch. Ansonsten müssen wir halt im Quali nachstellen oder wir treffen es halt nicht. Das kann natürlich auch immer passieren. So, Fahrverhalten perfekt, haben wir gerade gehört. Ja, Diao wird die Runde nicht mehr schaffen. Shannon wird auch keine neue Runde mehr schaffen. Fahrverhalten ist fantastisch. Okay, das höre ich gerne. So, und damit ist das Training hier beendet. Den Cheat Sheet kann ich gerade weghauen. William Shannon auf dem dritten. Okay. Oh, halbe Sekunde Abstand, aber nach vorne. Na gut, schauen wir mal. Mitsuki Naito ganz vorne. Mia Holgersen Mia heißt sie, von Vittorio Corsa dahinter. Ja, und Hong Liao als einziger keine komplette Runde gefahren. Es sind eine ganze Menge mit Mediums gefahren. Luke Fenley Maxwell schreibt, die Ingenieure haben das Fahrzeug von Hong Liao richtig gut eingestellt. Das Tempo war mächtig beeindruckend. JTV Sports Carlotta Marquez schreibt, kann es sein, dass Grundkurs GT Racing sich hier in München richtig wohlfühlen? Die sind dieses Wochenende richtig gut in Form. Und Anna Mulrooney schreibt, ich folge dem Motorsport seit 42 Jahren und habe noch nie jemand Schlechteren gesehen als Leoncio Farah. Der fährt für Yuma, ein Witz. Mit dem haben wir uns im letzten Rennen so ein bisschen gebettelt. So, Qualifying. Es scheint erstmal trocken zu sein. Also vielleicht brauchen wir gar keine Nassreifen für den Renntag. Wobei 40% Regenwahrscheinlichkeit, ne?
Also wir gucken mal, weiche Reifen, Intermediates, leichtfüßig, oh, passt. Aber was anderes haben wir einfach nicht. Oh, bei Hong Liao haben wir getroffen, das müssen wir jetzt nur fertig ausbalancieren. Okay, wir müssen hier also wieder einen kleinen Tick nach rechts kommen im Prinzip. Und hier haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Spiel mit der... der Beschleunigung. So, also hier müssten wir schon bleiben ungefähr, ne, mit dem Fahrverhalten. So, ich weiß nicht, ob wir es treffen. Ansonsten muss ich hier echt mit dem Camber ein bisschen was machen. Und dann machen wir es einfach so. Fahren dann dafür den Reifen so ein bisschen weicher. Nee, das hilft auch nichts. Ich müsste es wahrscheinlich in die andere Richtung genau beeinflussen. Hier brauche ich das Gewicht vorne. Jo. Ach so, ich muss ja noch ein bisschen nach rechts sogar. Aber dann komme ich hier halt wieder nicht hin. Ach, das ist doch hässlich. So, wir gehen von dieser Konfiguration aus. Stellen das Fahrverhalten hier ein bisschen in die Richtung. Passen das Gewicht hier an. So, und jetzt kommen wir mit dem Reifendruck nur in die falsche Richtung. Nur in die falsche Richtung, okay. Dann versuchen wir uns mal von der anderen Seite aus zu nähern. Das könnte hinhauen, das könnte hinhauen. Da mache ich jetzt gleich noch ein ganz kleines bisschen Reifendruck. Ungefähr so. Ah, muss ich jetzt den Gang hier wieder kürzer ziehen? Ja, wenn ich ihn wieder kürzer ziehe, ist wieder alles dahin, ne? Ah, ich krieg das gerade echt nicht gebacken hier. So, okay, dann versuchen wir mal von der Konfiguration auszugehen. Geschwindigkeitsbalance ziehen wir ein bisschen kürzer.
Wieso zeigt er mir hier denn großartig an? Ach so, weil ich von der Konfiguration hier ausgegangen bin. Alles klar. Ich krieg's echt nicht sauber eingestellt, ne? Aber hier müsste ich eigentlich treffen. Bisschen weiter nach rechts vielleicht, nur wenn ich hier direkt auf dem Strich bin. So, hier bin ich bei ausgezeichnet. Ja, aber hier müsste ich halt weiter nach rechts eigentlich so. Ich versuche das mal als Kompromiss zu fahren. Ich könnte ja auch noch ein bisschen nach vorne gehen mit dem Gewicht. Das könnte wirklich, ja, das könnte ein Treffer sein. Alles klar. So, dann fahren wir das mal so. Ein Hin und Her hier. Sorry, Leute. Das zieht die Folge natürlich unnötig in die Länge. Also, wir schicken Shannon zuerst los. Ach so, trocken? Trocken. Ah, da hinten könnte es Regen geben, weiß ich nicht. So, aus mit dir, Shannon. Und ich glaube, hier irgendwie auf dem Stück muss ich dann runterschalten, ne? So, Liao schicken wir auch los. Ist eine super neue Konfiguration hier. Weiter raus. Sehr zögerlich. So, Shannon ist hier hinten erst. So, dann gucken wir mal, ob wir hier durch diesen Abschnitt vielleicht mit ein bisschen kühlen Bremsen kommen. Reifen kalt, jo. So, fahren wir die Reifen warm. Gut und perfekt. Ah, okay, das geht also überhaupt. Okay, jetzt müssen wir uns um die Au kümmern. Na, Bremsen total überhitzt. Also da kann man jetzt wirklich nur noch darauf achten, dass die Reifen wenigstens im perfekten Bereich bleiben. Alles andere habe ich einfach zu spät eingegriffen. So, wir sind wieder langsam im Qualifying, wie es aussieht. Es bleibt erstmal trocken. Oh, wir sind richtig langsam schon wieder. Na, 1,5 Sekunden bestimmt langsamer als der nächste. 1,3. Ja, schon wieder vor Shannon. Mit dem schlechteren Wagen wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das anscheinend in Zeitkrause liegt. Also werden wir von hinten starten. So, alles Klärchen bei ihm. Leo kommt da hinten erst an irgendwo. Oh ja, bei Leo haben wir getroffen. Sehr schön. Also das Gefriemel hat sich hier bezahlt gemacht. Sehr, sehr gut. So, kümmern wir uns um Shannon. Hier kann er einmal kurz die Reifen aufheizen. So, hier ein bisschen kühler durchgehen, damit die Bremsen vielleicht ein bisschen kühlen können. Können die hier kühlen?
sieht nicht so aus. Reifen müssen wir wieder ein bisschen warm machen. Nee. Na, haben wir nicht so gut hinbekommen wie beim letzten Mal. So, jau. Schon wieder zu spät, ne? Hätte ich noch ein bisschen mehr Abstand lassen sollen. Reifen total überhitzt auch. Alles überhitzt. Okay, Bremsen immerhin gut. Nee. Unzufrieden. So, Shannon, kommt der hier gut durch? Boah, der verliert einfach zu viel Zeit, der Mann. So, alle anderen sind schon drin. Melado ist noch draußen, das heißt, wir können uns eigentlich nur noch verbessern. 17. Ja, auch ganz weit hinten. Ja, bleibt auf dem 15. Er hat es aber ins Q2 geschafft. Na gut. Schade, schade, schade. Nix hier mit der Quali. Aber wenigstens haben wir fürs Rennen gut eingestellte Wagen. So, wie weit sind wir denn hier hinten dran? Hinter Panier, aber auf den 6. Platz wollen wir eigentlich schielen. Das ist über eine Sekunde. Über eine Sekunde, krass. Also das ist wieder gar nichts hier. Aber wenigstens kriegen wir jetzt konstant einen Wagen ins Q2. Ein bisschen kühl durch die Kurven. Bin hier auf den Geraden immer so ein bisschen auf. Und guck mal, ob wir damit irgendwie hinkommen. Bremsen total heiß. Reifen peilt. Na gut, da haben wir es nicht mal mehr auf perfekt geschafft. Okay, nächste Runde ist auch noch eine Runde. So, Liao, zeig mal, was du kannst. Hm, 0,4 Sekunden, 0,5 Sekunden schon. Im ersten Sektor. Das ist natürlich bitter. Boah, okay. Eine Sekunde nach dem zweiten Sektor. So, dann gucken wir mal, wie weit wir nach unten rutschen. Boah, das ist deutlich langsamer. Über eine Sekunde tatsächlich. Anderthalb Sekunden wieder. Das ist natürlich nicht gut. Ja, da werden wir wahrscheinlich rausfallen. Also gleiche Reifen nochmal raus mit dir. Ja, 0,3 hinter der nächstbestplatzierten. Das ist natürlich heftig. Ah, da werden die Reifen viel zu heiß gerade, die Bremsen. Ich versuche wenigstens mit perfekter Reifenkontraktur hier zu fahren. So, dann gucken wir mal, ob er hier irgendwas reißen kann.
Ah, da wird er von einem Marshallwagen ein bisschen blockiert. Ja, das wird keine gute Runde. Nee, es wird echt keine gute Runde. Ja. Das war gar nichts. Schade. 14. und 17. Also ähnliche Startplatzierung wie im letzten Rennen. So, dann gucken wir mal, wer hier das Qualifying reißt. Holgersen mit der schnellsten Runde, dahinter Vercruz, Naito auf dem dritten. Das ist ganz ordentlich, ne? Wo ist denn eigentlich Olin? Olin auf dem achten für Yuma. Ja, ich weiß nicht, warum der von Skanström weggewechselt ist, ne? Der hätte eigentlich den Titel holen können diese Saison. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. So, im ersten Abschnitt Naito am schnellsten, am Ende auf dem dritten. Im zweiten Abschnitt Wakana Umura, auch von Nakata Performance am schnellsten, am Ende auf dem sechsten. Und im letzten Abschnitt dann Mia Holgersen von Vittorio Corsa am schnellsten. Wir starten 14. und 17. Platz. Schön, da freue ich mich. Von ganz hinten das Feld aufrollen. So, der letzte Abschnitt der Strecke hier in München ist bei den Fahrern sehr beliebt. Da fühlt man sich damals wie in den 70ern erstmal mit Vollgas durch den Wald düster. Geil. Chinese Sixes, Rachel Neu schreibt, es geht ans Qualifying, hat Mitsuki Naito das Ding schon in der Tasche oder schnappt sich jemand anderes die Pole Position? Ja, jemand anderes. Nochmal, Rachel Neu, es wäre ein Schock, wenn Mitsuki Naito nicht auf der Pole landen würde, aber im Motorsport ist schließlich alles möglich. Wo wäre denn das ein Schock? Estrella Victorino schreibt, hoffe, dass mein Yuma Race Team T-Shirt für mein Date heute Glück bringt. Okay. Emily Papanikolaou, wow, geiler Name, schreibt, die Fahrer von Grundkurs GT Racing schienen heute nicht ganz auf der Höhe, besonders von Hong Liao hatte ich mehr erwartet. Ja, wir sind tatsächlich im Qualifying immer hart am Underperform. Gardner McCall schreibt, wow, das Qualifying war spannender als so manches Rennen. Und die Fahrer von Grundkurs GT Racing haben eine gute Figur gemacht. Cassandra Termansen schreibt, die Fahrer von Grundkurs GT Racing haben sich heute gut geschlagen, hoffentlich reicht es morgen zum Sieg. Ich weiß nicht, ob die das gleiche Qualifying wie ich gesehen haben. Harry van den Hüvel schreibt, zu dumm, dass es kein Computerspiel gibt, wo ich als Manager von Grand Slam Autosport spielen kann. Wer will schon Grand Slam spielen? Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, Jungs und Mädels. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe wie immer, dass ihr mir die Daumen drückt fürs Rennen. Macht's gut und bis dann. Ciao.